Ahoi, liebe Zielgruppe, zu einem neuen Video auf unserem Kanal. Kreuzfahrtcamper. Wir sind hier bei CrossCamp, der jungen Marke von Detlefs. Und da haben wir euch im Messe-Update 2 gesagt, wir schauen uns das an. Bleibt dieses Fahrzeug wirklich unter 50.000 Euro? Und wenn ja, was kriegt man dafür? Das sehen wir wann? Nach dem Intro. Gleich am Anfang, ich bin ja sehr kritisch. Wenn ich sowas lese, ein Preis unter 50.000 Euro, ist das wirklich machbar? Naja, gleich am Anfang, der Grundpreis ist bei 49.999, ja, damit sind sie 2 Euro unter 50.000 Euro. Aber, ein Euro. Naja, es sind 2 Euro, weil dann wären es 50.000 und darüber sind es 50.001 okay. Euro. So, auf jeden Fall. Ich bin mal hier auf Serienausstattung gegangen und jetzt merkt mal, was ich hier machen kann. Ich scrolle. Also, hier ist sehr viel schon drin für 49.999. Aber wenn man das ein oder andere Sonderausstattung haben möchte, kommt man halt relativ schnell drüber. So wie das Fahrzeug jetzt hier gleich vorgestellt wird von Stefan, sind wir dann auch bei 67.281 Euro. Das muss einfach der Wahrheit mitgetragen werden. Also ja, 50.000 Euro in der Serienausstattung, aber soweit man ein bisschen mehr will, und das ist normal, ist es weitaus teurer. Aber jetzt Stefan, zeig uns mal das Fahrzeug, was bietet es denn? Beginnen wir doch einfach mal und schauen uns das Ganze mal an. Wir kommen hier mit dem Opel daher. Ja, macht auf jeden Fall einen super Eindruck. Hast eine riesengroße Sofa-Lounge, die dann als zum Bett sozusagen fungiert. Das Ganze lässt sich hier nach vorne ausziehen. An diesen Ösen geht das dann, dass man das dann hier erweitert. Hochklappt, die Betten-Dinger werden dann nach vorne gezogen. Wir haben hier auch Lattenrost darunter. Ansonsten gibt es hier Ablagefächer hier oben. Da können wir dann im Prinzip die ganze Wäsche rein verstauen. Kommst du überall schnell ran. Also durchs Fahrzeug kann man super gut laufen. Ihr seht das jetzt hier selber. Dann haben wir hier so eine Möglichkeit, noch so eine Boxen und so weiter hinzustellen und im Prinzip das Ganze im Prinzip mit der Ladungssicherung dann mit so einem Schienen festzumachen. Dann haben wir dort noch einen Tisch an der Seite. Und hier hinten, also wir fangen erstmal nochmal wieder von vorne an, befindet sich im Prinzip dieser ganze Küchenblock. Hier vorne, nee, da lässt sich jetzt gerade nichts rausholen, hatte gerade gedacht. Aber wir haben dann halt die Schränke. Ich mache einfach mal auf, wo du halt hier auch Wasser und Abwasser dann dementsprechend hast. Oberhalb das Waschbecken. Dann haben wir rechts daneben den Kocher. Hier oben noch Ablagemöglichkeiten für Kräuter und so weiter. An der Seite ein kleines Ablagefach und dann halt große Fächer für Verstauung von Gläsern und so weiter. So, dann gibt es hier unten natürlich noch Ablagefächer bzw. Fächer. Die unteren sind nicht ganz so tief. Die oberen rechts und links sind etwas tiefer. Genau. Und dann gucken wir uns mal das Heck an. Von hinten gesehen haben wir den Kühlschrank. Der ist natürlich schön auf Höhe positioniert. So kannst du gleich kochen damit. Das ist natürlich super gemacht. Dann haben wir das Ganze wieder hier. Fächer. Darunter noch ein Fach. Und rechte Seite haben wir auch noch die Möglichkeit, hier wie so eine Garderobenstange unsere Kleider aufzuhängen. Und bis nach unten runter sind es auch wieder Staumöglichkeiten. Ja, das andere schauen wir uns jetzt vom Heck an, denn ich sehe, wir haben hier auch ein schönes Fliegengitter verbaut. Das gucken wir uns jetzt genauer an. So, wie ich gesagt habe, hier hinten haben wir einen klassischen Fliegengitter. Das habt ihr hier mit Magnet befestigt. Es wird also da dran geklickt
Und da kann man halt das Ganze hier auf oder halt auch zumachen. So habt ihr schöne Möglichkeiten zum Lüften. Ja. Und nach hinten raus sind natürlich noch die Fenster, rechte Seite und linke Seite, die habt ihr auch noch drin. Ist auf jeden Fall ein schönes Strandfahrzeug. Wir haben uns da gerade noch mal ein bisschen kurz beraten lassen. Das hier hinten ist natürlich die Dusche. Aber eine Toilette ist hier nicht an Bord. Da müsst ihr so ein Porta-Potti mitnehmen. Das geht halt hier nicht in dem Fahrzeug, weil er halt so kurz ist. Aber wir können uns noch mal nach oben umschauen. Ich glaube, ich muss euch mal heller machen. Und da seht ihr, wir haben hier noch die Möglichkeit, ein Riesenbett hier oben zu haben. Ja, es ist halt schön, wie so ein Freiheitsfahrzeug für den Strand und so weiter gut geeignet. Ja, an den Seiten lässt sich das Ganze hier aufmachen mit Reißverschluss und dann könnt ihr natürlich auch nach vorne rausgucken. An der Seite natürlich hier noch das Gasfach, denn wir haben hier eine Dieselheizung drin, das heißt, wir brauchen nur eine kleine Gasflasche, das ist dann nur zum Kochen und das würde ja dann ausreichend sein. Schauen wir uns doch nochmal von außen das Ganze an. Ja, mit Aufstelldach habe ich gesagt. Wir haben uns da gerade ja umgeguckt. Macht schon einen schicken Eindruck. Ist ein schöner Lifestyle. Halt einfach gehalten. Den Crosscamp gibt es neben der Flex-Version in 5,41 natürlich noch in der Full-Version 6 Meter und in den 6,40er Modellen. Hier auf dem Stand habt ihr auf jeden Fall die 6 Meter, das sind die und das ist der Flex. Ja, wenn wir jetzt über den Preis reden, knappe 50.000 Euro, seien wir ehrlich, werdet ihr nie dafür bezahlen. Ihr werdet immer mehr als 50.000 haben. Klar, man will ja auch ein bisschen Ausstattung haben, das ist halt so. So, also im Kurzen ist leider keine Möglichkeit für eine Toilette drinne. Das werden wir euch gleich nochmal zeigen. Finde ich, ist nicht der Fall. Man hätte definitiv eine Toilette einbauen können. Und solche Vans sollten auch nicht auf den Markt mehr kommen. Wir haben genau das große Problem, dass wenn solche Vans sind, mit keine Toilette drinne, das heißt, die scheißen uns in die Büschen bis zum geht nicht mehr. Und das darf eigentlich nicht sein. Ja, das ist fürs Freistehen auf jeden Fall genau, für uns. Genau, das alle heißt, die Kollegen haben gesagt, ein Porta-Potti könnte man mitnehmen, aber das sollte man genau auch. Unter der Sitzbank wäre auf jeden Fall Möglichkeit gewesen, da was hinzubauen, dass eine Toilette mindestens an Bord ist. Auch in einem 45er kriegt man eine Toilette rein. Ab den 6-Meter-Fahrzeugen ist sie mit dabei, beim 45er leider nicht. Das finden wir absolut schlecht, aber gut. Man kann nicht alles haben. Mit so einem Van halt einfach auf dem Campingplatz und nie auf dem Strand stehen. Also die schönen Seiten des Feelings, das gibt es halt nicht. Schreibt einfach mal rein in die Kommentare, wie ihr das so findet. Würdet ihr euch den kaufen? Was meint ihr, bei welcher Preisklasse werdet ihr? Bei den 50.000 oder eher bei den 67.000? Das würde uns interessieren. Dann würde ich sagen, bleibt uns gewogen, bleibt gesund. Und dann sehen wir uns schon bald wieder beim neuen Video auf dem Kanal. Kreuzfahrtcamper. Ciao, ciao. Tschüss.